Hallo liebe Druckerinnen und Drucker, wir haben wieder ein neues, sehr nützliches Additiv für euch im Programm, den TechSprint EQ Kaltfixierer. Dieser Zusatz ermöglicht es euch, unsere eigentlich hitzefixierenden TechSprint EQ Farben in kaltfixierende zu verwandeln. Die Farbe trocknet an der Luft und verbindet sich so waschfest mit dem Stoff. Und das ohne jede Hitzefixierung. Ideal für alle Drucker, die keine oder nur ungenügende Möglichkeiten zur Hitzefixierung haben. Und perfekt natürlich auch für die unter euch, die sich die zeitaufwendige Hitzefixierung sparen wollen, um schneller zu produzieren. Der Kaltfixierer ist außerdem die ideale Lösung, um mit wasserbasierten Farben auf temperatursensible Textilien zu drucken. Zum Beispiel auf solche Non-Woven-Taschen. Wie ihr wisst, schmelzen diese Taschen schon bei geringer Temperatureinwirkung weg. Deshalb kommen hier sowieso nur kaltfixierende Farben beim Drucken in Frage. Und auch ganz wichtig für die, die Sport- und Funktionsbekleidung bedrucken. Dieser Zusatz ist wunderbar geeignet für alle Drucker auf Polyester. Bekanntlich hat Polyester bei hoher Temperatur ja die Angewohnheit, dass die Eigenfarbe des Polyestertextils in den Aufdruck hineinblutet. Bei einem dunklen Aufdruck auf hellem Polyester ist das egal. Aber zum Beispiel bei einem weißen Aufdruck auf rotem Polyesterstoff wird aus einem Weiß schnell mal ein Rosa. Mit dem Kaltfixierer könnt ihr dieses sogenannte Ausbluten umgehen. Genug erzählt, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ihr nehmt euch die benötigte Menge TechSprint EQ Farbe und mischt dort 5-10% des Kaltfixierers hinein. Nehmt dafür immer so viel Farbe, wie tatsächlich auch für das Druckprojekt benötigt wird. Der Kaltfixierer ist jetzt für 4-8 Stunden im Topf aktiv. Die Farbe sollte also auch in diesem Zeitraum verdruckt werden. Deckkraft und Viskosität der Farbe werden durch den Kaltfixierer übrigens kaum beeinflusst. Nach dem Drucken müssen die Textilien jetzt nur noch für 72 Stunden ruhen. Danach sind die Farben ganz normal waschfest. Aber eigene Waschtests sind am Anfang immer Pflicht. So, noch ein paar Worte zur Waschbeständigkeit. Hitzefixierung ist generell der beste Weg, der Industrieweg. Aber aus eingangs genannten Gründen kann eine Kaltfixierung eben auch sehr oft Sinn machen. Wollt ihr bei sehr hochwertigen oder durch viele Waschgänge beanspruchten Textilien auf Nummer sicher gehen, dann nutzt ihr unseren Kaltfixierer und fixiert im Anschluss noch einmal mit etwas Hitze nach. Hierfür benutzt ihr eine Transferpresse oder im DIY-Bereich eine Bügelpresse. Damit seid ihr 100% safe, da der Kaltfixierer in diesem Fall als Härter fungiert. Übrigens, gute Nachrichten für alle Nutzer des Aquaplast DIY-Mischsystems. Hier gibt es jetzt ebenfalls einen Kaltfixierer. Ich hoffe, wir konnten euch wieder was Gutes zeigen, ihr habt was gelernt und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr in Zukunft keins unserer Tutorials verpassen wollt, dann abonniert einfach den Channel. In diesem Sinne, gutes Drucken! Mhm.